ganz kleinen Augenblick. Die Wache interessiert das überhaupt nicht, was ich hier mache. So, hier ganz kleinen Augenblick, den haben wir gleich. Aha, die Bevölkerung lehnt sich auf gegen den Flatterer. Schon eine gefährliche Gegend hier unten, wenn man das mal so nimmt. Banditenanführer, aha, interessant. Kann ich angreifen, will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Weil dann habe ich alle Banditen, die hier so rumstreifen, gegen mich stehen. So. Und endlich habe ich wieder eine Queste mit eindeutigen Anweisungen vor mir. Ich bin gut im Anweisungen befolgen. Aber irgendwie irgendwas sinnlos selbst herausfinden ist gerade in Spielen, die so strukturiert sind. Welcome, you won't believe what happened. Tell me. Not so fast. Remember, I have expenses. How much do I owe you? 200 orans. Alter. This investigation is getting expensive. I'm not the prophet Labiota. I can't live on roots and berries. Neither can my informers. I guarantee you these are the bare necessities. Ja. All right. 200 orans. Down to business. They transferred the prisoner after the attack. Not good. Especially since we won't get anything else out of him. He died last night. How did that happen? Well, he wasn't in great shape, so I guess it's no surprise, but I have a feeling. Someone helped him along? Exactly. Shani is a good friend of yours, right? Ask her to do an autopsy, once we know the cause of death. Wait a minute. Are you spying on me? That's my job. See you later. Gut, also zu Shani gehen. Ich gehe zu Shani. Ich gehe zu Shani und sag ihr, dass sie einen Toten aufschneiden soll. Die wird sich freuen. Die wird sich freuen. Freut sich, mich zu sehen, weiß sie, ach, Geralt kommt zu Besuch. Ach, wie schön, können wir einen Kaffee trinken, über alte Zeiten reden. Du, Shani, ich hätte eine Bitte, bitte schlitz einen Toten auf. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Grundvoraussetzung für eine unbeschwerliche Abendgesprächsgestaltung. Jetzt kommt die Olle schon wieder. Halt die Klappe, es ist mir scheißegal. Ich gehe so und so nach oben, ich brauch dich nicht. Alter. So, hallo Shani. Geralt, we need to talk. What is it? Some people died in a fight at the hospital. Were you involved? Explain yourself. I wanted to question a prisoner, one of your patients, but thugs interrupted us. It was their bodies the guard discovered later. Hmm. Anyway, the prisoner is being transported to a safe location. Thanks, Shani. Just watching out for you. Okay, ich habe ein Problem. Shani, I wanted to ask you something. Mm-hmm. I need your help with an autopsy. An autopsy? Since when do you deal with stuff like that? Since I started investigating Salamandra. Okay, though, I'm no coroner. You'll have to interpret our findings. We'll meet in the evening. Until then, gather as many clues as possible. I'll sniff around. Get the body from the gravedigger. We'll meet at the hospital in the evening. Klar, ich marschiere einfach mit einem toten Körper auf den Schultern durch die Stadt. Das fällt niemandem auf. Okay. How do I find information to help the autopsy? Ask Vincent Meiss, but also look for books on anatomy and pathology. Farewell. Ja, toll, ich muss Bücher kaufen. Das heißt, ich muss eine Nebenquest machen. Vincent Meiss. Vincent Meiss, also. Vincent Meiss. Das heißt, ich muss sowieso erstmal auch, ach komm. Ja, egal. Titmat! Halt die Klappe, verschwinde. Der ist ja zu Gott sei Dank überhaupt nicht nervig, der Typ. So. Hat der was bei sich? Hallo, ich. Ja, toll. Fistech hat er bei sich. Ich habe gerade meine Ignis verschwendet. Und zwar so dermaßen, dass sogar der Ziegel brennt. Also so die Ziegelwand. So. Ich muss jetzt erstmal, Vincent Meiss ist nur tagsüber auffindbar. Weil er nachts im Händlerviertel ist. Und ich soll Bücher kaufen, was auch nur tagsüber geht. Das bedeutet, ich brauche ohnehin erstmal Geld. Und um an Geld ranzukommen,
Ja gut, Vaska hat kein Geld. Ich hinops. Habe ich noch überhaupt nichts? 6 Gläser Hundetalg für den Totengräber. Habe ich die schon? Hundetalg. Habe ich erst 2. Ja gut, ich habe auch noch keine Hunde getötet. Die habe ich einfach nur gefunden. Ein alter Freund. Ja. Gasthaus mit dem Spieler sprechen. Könnte ich auch noch machen. Okay. Nein. Okay. Alghul-Vertrag. Ja, aber wo kriege ich Alghul her? Die wachsen ja nicht einfach so irgendwo. Oder so. Gut, ich muss auf jeden Fall erstmal pennen. Pennen kann ich wo genau? Kann ich bei Vivaldi pennen? Nein, aber bei Thala kann ich pennen. Wo war Thala nochmal? Laufe ich in die richtige Richtung? Ich weiß es gar nicht. Hier ist... Da hinten ist Shani zu Hause. Ich muss in die andere Richtung. Da nach hinten und rechts muss ich. Da ist Thala. So, Moment. So, ganz kleinen Augenblick. Geheimnisvoller Mann ist immer noch da. Tür zu Thalas Haus. Thala. So, you do business. Did you? How did you? Dogs let me drop. That park's beside. Ja, okay, gut. Unconvincing. A lot of shadowy people hang around here. Am I a fence? Unfucking believable. But why at night? Will you be glad they all come to me? If Salamanders paid their accounts, the city would have toppled long ago. Okay. I suppose that could be true. You have contacts among the city guards. Could be valuable to Azar. Damn dangerous times. I need protection from Salamandra, that's why I deal with the guards. So you say. I pay Vincent's half-wits a few coins and they see to my personal safety. I'm done now, see ya. Yeah, okay. I don't believe you. Innocent until proven guilty, I guess. So let's assume it's not you for now. I'd say so. Goddamn Dijkstra, ace spy. Dog's balls, what a clever analysis. If you figure anything out and need more information, creep on over and we'll talk. Okay. Not ich will now. Ein... Not now. Ach komm, jetzt kann ich nicht bei dem pennen. Not now. Alter. So, ich gehe einfach mal ganz kurz zur Tür raus und wieder rein. Ich hoffe, ich kann jetzt bei Thala pennen. So. Thala. So will it. Ja, hier schlafen. Danke. So, und zwar bis Sonnenaufgang und eine Stunde länger. So, dankeschön. Die Tage verfliegen wie im Flug, weil ich die halben Tage immer nur verpenne mit Geralt. Damn. Shit. Ja, halt die Klappe. Warum ich den jetzt von rechts gehört habe, obwohl er links von mir lag, ist auch eine sehr, sehr berechtigte Frage, aber ist halt so. So, schauen wir mal, was wir da haben. Der Herold. Victims in the swamp! What's happening in the swamp? Full of monsters and non-humans. No wonder people are dying. Ach so, na gut, ja, ist auch klar, ja. Na klar, ja. Wo er recht hat, hat er recht. Ich habe keine Ahnung. Übrigens, Geralt der Hexer steht in der Stadt und ist ein bisschen durchsichtig. Wollte ich nur mal gesagt haben, gibt's auch. Also ist auch eine Krankenhaustür. Ist auch eine Krankenhaustür, ja genau. Wer ist das denn? Stadtbewohnerin. Interessant. Ich brauche Bücher und ich brauche Vincent Mais. Vincent Mais finde ich ja nicht da, nicht auch da, sondern da auch nicht. Da auch nicht. Wo war denn das Händlervierteltor? Da finde ich Vincent Mais. So, und ich brauche Bücher. What do you want?
Handeln. Ja. So. Gibt's ein Buch über... Ich schau mal ganz kurz. Ein Buch über Pathologie. Alchemie, Aufforderung zur Magie. Was ist das denn? Schaffensweisen eines Golems. Kostschei. Forensische Medizin. 150. Jo, danke. Tschüss. War das das Einzige? Feinewett. Okay, gut, das war das Einzige. Gut, danke schön. Schaue ich mal ganz kurz da ins Inventar rein. Und lese es. Forensische Medizin, Milo van der Beek. Bevor wir mit einer Autopsie beginnen, müssen wir so viele Informationen wie möglich sammeln, die uns helfen, die Spuren an der Leiche zu interpretieren. Gut ist es, wenn man weiß, wer das Opfer war und unter welchen Umständen der Körper gefunden wurde. Zeugen sollten vernommen, Experten zu Rate gezogen werden. Eine sorgsam durchgeführte Autopsie liefert fast so viele Informationen wie ein Gespräch mit dem Opfer. Wir finden heraus, wann der Tod eintrat, unter welchen Umständen und was hinterher mit der Leiche geschah. Außerdem können wir viel über den Mörder, den für den Mord verwendeten Gegenstand und die Art seiner Verwendung erfahren. Ein mit dem Skalpell geöffneter Leichnam ist wie ein aufgeschlagenes Buch. Wer die Einzelheiten untersucht und jede Hypothese einer gründlichen Überprüfung unterzieht, wird ihn verstehen. Schön. Danke. Und jetzt? Books, Scrolls, ja. Man muss sich anders rumlaufen, nämlich da hinten an der Stadtwache vorbei wieder. So. Vincent Mais. Nein, das ist nicht Vincent. Vincent ist hier. Ich brauche Vincent Mais. What is it, Witcher? Hier. You ever do autopsies? What for? Punctured stomachs mean gang warfare. Torn off heads mean beasts. And black tongues mean poison. The first case, we pressure ram's meat. The second, we pass on to the Order or a Witcher. The third, we go to the victim's wife. The culprit 90% of the time. Autopsies are a waste of time. Gut. Also der hat noch nie Autopsie gemacht. Braucht er nicht. What is it, Witcher? Bis dann. See ya. So. Also der hat noch nie eine Autopsie gemacht. Das ist wunderschön. Ja. Dieses Gespräch war wunderbar. So. Jetzt muss ich, Quests, Hauptquest, die Anatomie. Ja, oder ein paar Bücher darüber lesen. Ja, das habe ich gemacht. Wir sind mal vertraulich. Autopsie. Gut, machen wir. Schauen wir mal, wo muss ich denn hin? Ich muss zum Friedhof, ne? Jo. Ich geh einfach mal zum Friedhof. Der Friedhof ist da hinter mir. Da ist Soltan. Soltan geht hier immer mal wieder spazieren. Ich habe keine Ahnung, wo der da hingeht, aber wird schon seine Gründe haben, hier spazieren zu gehen. Wo ist das Friedhofstor jetzt wieder? Ich verlaufe mich. Ich will ehrlich gesagt zum Friedhofstor hinkommen. Ich laufe hier im Kreis, nicht? Jo. Ich laufe im Kreis, da liegt ein Hund rum, der liegt da einfach, der gehört niemandem, der gehört nur sich selbst. Ja, halt die Klappe. Ja, das Eternal Fire werde ich dir gleich quer und so. So. Kann man Feuer eigentlich quer halten? Nö, ne? Da oben. Da oben muss ich hin. Da oben. Oder? Ist das? Ja, natürlich, da ist der Tempel des Ordens und da dran vorbei und dann ist das Friedhofstor.
Aber wo der Totengräber ist, das kann ich euch nicht sagen. Wirklich nicht. Da ist der Totengräber. Hallo, Totengräber. Hallo. Will it be pine or oak, perhaps? An entire crypt? Let's see. 5 ells wide. Ich brauch keinen Sarg. I don't need a coffin. I don't intend to die anytime soon. Makes sense. Maybe we can do business. Möglicherweise, ja. What business? A partnership. With those swords, you doubtless lop off a few heads occasionally. When you dispatch another soul, let me know, and you'll earn a share from the coffin. Okay. Stop fooling. I need something else. What do you need? Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? A prisoner died recently. Is he in the cemetery already? Don't know. You can have another body. They all reek the same. I'm after a specific corpse. Particular. Come back when you know what you want. Examining remains is an art. Always worthwhile to look deeper. But who does that concern? Den Leichnam des Gefangenen. Could you hand over the prisoner's body for an autopsy? For a bottle of dwarven liquor. Okay. Habe ich einen dabei? Ich weiß es gar nicht. Dwarven liquor. Dwarven liquor. Ich habe keinen Dwarven liquor. Verdammt. Waldkauz. Ich kann ihm einen Hexertrank geben. Der haut ihn um. Und zwar bis... keine Ahnung wohin. Gut. Also brauche ich Zwergenlikör. Das heißt, ich brauche einen... Alter. Zwergenlikör ist Likör, der von Zwergen gemacht und getrunken wird. Nach zwergischem Rezept. So. Jetzt habe ich ihm erklärt, was das ist. Zwergenlikör. Wo zur Hölle kriege ich jetzt Zwergenlikör her? Ich könnte mal versuchen, da unten in der Kneipe, aber... Ein Schurke, eine Hure. Eine arme Frau, ein Hund. So, ich gehe da mal... Hallo, ich gehe da mal rein. Da ist übrigens der Spieler. Ich könnte mit dem Spieler reden. Ich rede mal mit dem Spieler. I respect those who take risks. Okay, Silberschwert. Silver sword mean anything to you? Why do you ask? I don't have time for chit-chat. Take no offense. Where did you get the sword? I want it from a gardener. Where can I find him? The garden at St. Lebioda's hospital. Ach so, na dann. Okay, gut, der Gärtner hat es. Na dann. Schankwirt, ich brauche Zwergenschnaps. Damn it. Whatever you do. Ja, ehrlich gesagt will ich kaufen. Ja, stimmt, ich könnte einlagern. Wäre nicht schlecht, wenn ich hier einlagern würde. Unbekannte Tränke, ich habe keine Ahnung, was die machen. Die lege ich erstmal weg. Ich brauche trotzdem Zwergenschnaps. Wo kriege ich jetzt Zwergenschnaps her? Soltan ist ja nicht hier, der ist ja spazieren gegangen. Reisender. Mist. Zwergenschnaps ist am Hospital vorbeigegangen. Zwergenschnaps ist vorbeigegangen. Soltan ist vorbeigegangen am Hospital. Ich könnte allerdings auch Vivaldi fragen. Ich frage aber zuerst Soltan, weil Soltan ist uns wohlgesonnen und Vivaldi ist ein Geschäftsschurke. Wenn ich das so sagen darf. So. Ich schau mal ganz kurz. Soltan. Wo ist Soltan hin? Steht Soltan da vorne möglicherweise? Ich weiß es nicht. Nö. Da sind nur die Wachen. Aber wo ist Soltan dann hin? Ist Soltan zu Thala gegangen? Ich weiß es doch gar nicht. Oder hat Thala vielleicht Zwergenschnaps? Aha, da hinten ist Soltan. Auf ihn! Auf ihn! So. Sobald man ihn angeklickt hat, wartet er auch auf einen. Finde ich sehr gut.